Hallo Leute. Ja, heute ist ein ganz besonderer Tag, denn das Kaninchengehege ist fertig, wie ihr seht. Und ja, ich mache jetzt einfach eine kleine Cage-Tour. Und hier kann man halt das einmal aufmachen. Und unten auf. Und dann geht hier einfach diese Tür so nach links auf. Und wenn ich drin bin, dann kann ich das hier nochmal mit einem Verschluss zumachen, dass halt die Tür nicht offen steht. So sieht erstmal das Gehege aus. Hier ist so eine rote Hocker. Da liegt jetzt noch so ein bisschen Haselnuss drauf. Da liegt so eine Karotte, die sie auch anknabbern können, wenn sie wollen. Das ist hier ein bisschen nass, weil es geregnet hat. Hier sind so Zweige zum Anknabbern. Einmal Apfel, Kirsche und Haselnuss. Hier ist dann so eine Weidenbrücke, wo die dann durch können. Hier rechts ist der Futterplatz. Da ist Gras, von Topinambur, ein Blatt, Löwenzahn, Giersch. Hier irgendwo müsste auch noch Sauerampfer sein. Das habe ich auf so eine Platte gemacht. Und ja, da, und wenn man hier weitergeht, ist hier der Kräuternapf mit so ein paar Saaten drin. Hier ist Cookies Futter, halt ein paar Bunny Pellets, aber halt nur ein Löffel. Und die kriegt sie auch nicht jeden Tag. Und hier ist halt noch Wasser. Und wenn man hier weitergeht, ist hier ein Haus, wo sie halt reingehen können. Hier ist so eine Rampe, wo sie hochgehen können. Hier habe ich einen Deckel draufgelegt. Und hier können sie rein. Und da auch. Hier hinter geht es noch weiter, aber da hinten habe ich eine Weidenbrücke hingelegt. Und ja, hier ist noch so ein Grasball-Dings da, wo sie mit spielen können. Den nehmen sie auch oft im Mund und werfen den hin und her. Hier ist dann das Klo von den beiden. Da ist einfach ein Streu drin und Heu. Und da geht noch so eine Rampe hoch in ihr Kämmerchen. Und ja, da ist halt Cookie schon. Und da hinten ist Bounty. Und ja. Das ist hier halt noch dieser Stall. Den haben wir einfach reingestellt. Und hier oben ist noch so eigentlich eine Reitputzbox von Lösdau. Und ja, da habe ich einfach hingestellt und habe da Heu reingemacht, dass nicht immer in die Garage gehen muss, um neues Heu zu holen. Und ja, so sieht es jetzt halt aus. Ja, das sind jetzt, wenn ich noch mal rausgehe, sind das 'Dann habe ich dieses Regal oder Kommode dann noch reingestellt. Da könnt ihr dann halt noch runter und auf die mittlere Etage. Da habe ich auch noch eine Decke draufgelegt. Ja, so sieht das nochmal aus. Und hier als auf dem Dach haben wir so durchsichtiges Plastik, so ein gewölbtes. Sieht man hier nochmal besser. Und hier haben wir halt so ein
schwarzes. Und ja, das regnet auch nicht rein von oben. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Und ja, ich kann euch noch gleich ein paar Fotos zeigen, wie Cookie da das erkundet. Ja, dann bis zum nächsten Mal.